The stage is set for the grand finale. Die Bühne ist bereit fürs große Finale. Denn noch ist es nicht vorbei. Und realistisch gesehen müssten die beiden jetzt gerade hier verbrennen. Aber na gut, was soll schon Realismus? Ist doch egal. Irgendwo ein bisschen Heilung drin oder irgendwas? Na, anscheinend nicht wirklich. Ich wäre schon ganz gern nochmal geheilt. So. Volle Power. Für volles Brett aufs Maul. Weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Chris, your mistake. It's over, Wesker. Over. I'm just getting started. Was wäre Resident Evil ohne einen abartig mutierten Endboss? Hä? Erinnert so ein bisschen an, hier, wie heißt es? Prototype. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world is worth saving? Das Problem ist, dass er jetzt gerade schneller regeneriert, als wir Schaden verursachen können. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir jetzt so schnell wie möglich von ihm wegkommen. Und jetzt sind wir auch noch von Sheva getrennt. Das ist echt ein cooles Segment hier im Multiplayer. Aber wirklich. Zwei verschiedene Pfade haben, die von den beiden Spielern hier abgeschlossen werden müssen. Die sich quasi gegenseitig Deckung geben müssen, während Wesker sie verfolgt. Ja, die Aufgabe des Chris-Spielers in dieser Phase des Kampfes ist es, Wesker auszuweichen. Und Sheva muss auf seine Schwachstelle hinten am Rücken schießen. Das ist natürlich scheiße, wenn der Sheva-Spieler jetzt kein Scharfschützengewehr oder sowas dabei hat. So wie jetzt, sie kämpft ja quasi hier nur mit einer Shotgun. Aber das reicht offenbar, um eine weitere Mutation zu provozieren. Woraufhin Wesker seine Aufmerksamkeit erstmal Sheva zuwendet. Jetzt muss der Chris-Spieler Sheva beschützen. Und Sheva muss abhauen. So, der Sheva-Spieler zieht sich jetzt quasi hier auf der Strecke zurück. Bis zu einem gewissen Punkt. Der Chris-Spieler muss jetzt auf Wesker schießen. Um ihn zu stoppen. Und zwar lang genug, dass Sheva sich da wieder hochziehen kann. Ja, das klappt ganz gut hier gerade. Gott sei Dank haben wir unendlich Munition. So, Sheva hat sich gerettet, hat sich hochgezogen. Jetzt muss der Chris-Spieler auch wieder weiter. Denn da... Au, das war gemein. Denn jetzt hat Sheva eine Möglichkeit, sich Chris hier wieder anzuschließen. Für die finale Schlacht. Aber wir müssen ihr den Weg erstmal ebnen.
Denn da, wo sie jetzt steht, geht es gerade nicht weiter. Und Wesker ist jetzt natürlich wieder auf dem Weg zu uns. Jetzt kommt die legendäre Szene, in der Chris Redfield einen Felsbrocken zur Aufgabe bewegt, indem er einfach ganz, ganz fest drauf einprügelt. Ja, das ist gerade wirklich passiert. So, und jetzt kann der Shepard-Spieler dann natürlich rüberkommen. Und wir können die letzte, alles entscheidende Phase des Kampfes gegen Wesker einleiten. Man hat natürlich Zeit, bis Wesker Shepard erreicht hat. Das ist dann ein Instant Game Over. You get all your ideas from comic book villains? Grünes Kraut, das benutze ich nochmal. So, da war der Kontrollpunkt und jetzt beginnt der alles entscheidende letzte Kampf. So, die Schwachstelle befindet sich wieder auf seinem Rücken. Ich glaube, da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Er ist auch wieder so eine Gewaltenteilungssache. Jetzt müssen wir nämlich auf seinen Rücken schießen. Oder an seinen Rücken rankommen. Und Shepard stellt sich natürlich wieder wie so eine absolute Vollumme direkt neben uns, damit wir auch ja nicht seine Aufmerksamkeit teilen können. Das wäre ja zu viel verlangt. Und Checkpoint? Wie, ich kriege gar nicht das coole Quicktime-Event diesmal. Da gibt es so ein cooles Event, wo Chris ihn von hinten festhält. Und dann quasi Lebensenergie verliert, weil Uroboros ihn auffrisst, während er Wesker festhält. Und Shepard von vorne dann mit ihrem Messer. Das wollte ich eigentlich auslösen, aber es geht anscheinend auch, indem man ihm einfach genug Schaden zufügt. Wer hätte das gedacht? Und wie zur Hölle haben die uns gefunden? Jetzt mal ganz ehrlich. Und Chris sollte lichterloh in Flammen stehen, wenn man den Gesetzen der Physik folgt, aber seit wann hält sich Resident Evil an irgendwelche Naturgesetze? Und tschüss, Mann! That was for our fallen brothers. Das ist so eine Sache, da bin ich so ein bisschen miefig. Ich meine, Chris war klar, aber in dieser letzten Sequenz musste es unbedingt Shepard sein, die den zweiten Raketenwerfer feuert. Jill war genau da. Es hätten das jetzt Chris und Jill sein müssen.
Ja, so rein von der Story her, das wäre einfach ein perfektes Ende für Wesker gewesen. Ich meine, es ist in Ordnung, aber meiner Meinung nach, es hätte Jill sein müssen. It's over. Yes. Finally. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear. Yeah, it's worth it. Und das war's. Das war Resident Evil 5, Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben einen weiteren Teil der Resident Evil Reihe abgehakt, der meiner Meinung nach wesentlich mehr Flack kriegt, als er eigentlich verdient hat. Also ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, Resident Evil 5 gefällt mir schon allein aufgrund der Storyline, weil es tatsächlich wieder was mit Umbrella, weil es was mit Spencer, weil es was mit Wesker zu tun hat. Gefällt mir um einiges besser als Resident Evil 4, auch wenn es von der Steuerung, wenn es von der Kontrolle her doch recht ähnlich war. Ja, Resident Evil 4 ist glaube ich auch im Let's Play zu dem Spiel ganz gut durchgekommen. Resident Evil 4 ist nicht unbedingt mein Lieblings-Resident Evil. Tatsächlich ist es sogar eins von denen, die ich von allen Resident Evil-Spielen am wenigsten mag. Und wenn das Spiel nicht Resident Evil 4 heißen würde, sondern Invasion of Las Plagas oder was weiß ich, dann würde es mir wahrscheinlich im Großen und Ganzen wesentlich besser gefallen, aber so muss es sich halt mit den anderen Resident Evil Titeln messen, sowohl vom Gameplay als auch von der Story her, und da kann es meiner Meinung nach, also storytechnisch, einfach nicht mit einigen der anderen Titel mithalten. Da gefällt mir 5 wesentlich besser. Insgesamt hat mir Resident Evil 5 auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet kein Problem damit, dass wir relativ viel des Spiels mit unbegrenzter Munition gespielt haben. Ich meine, ich habe dieses Spiel jetzt mehrfach fair durchgespielt. Ich habe das alles ganz fair freigeschaltet. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie erschummelt hätte oder sonst was. Und ja, es hat einige Stellen ein wenig stressfreier gemacht, als sie sonst gewesen wären. Und glaubt mir, Stress ist im Moment etwas, auf das ich wirklich nicht so sonderlich gut kann. Ja, wie bei einem DLC-Kapitel Lost in Nightmares und Desperate Escape, die konnte ich auch wunderbar hier mit in die Story einbinden. Von daher sind wir tatsächlich mit Resident Evil 5 komplett durch. Es gibt ja noch die Akte, 12 Einträge zu den Hintergründen, zur Hintergrundstory und sonst alles, die als Bonus, als Extra-Videos hier immer zusätzlich zu den regulären Folgen von Let's Play Resident Evil 5 auf dem Kanal standen. Wenn euch die Hintergründe interessieren, wenn ihr wissen wollt, was hier passiert ist, was es vielleicht nicht direkt ins Spiel, nicht direkt in die präsentierte Story geschafft hat, aber trotzdem noch mit relevant ist, dann schaut doch da einfach mal mit rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch da in einem dieser Extra-Videos nochmal wieder begrüßen zu dürfen. Dann stellt sich natürlich an dieser Stelle dann immer die Frage, wie soll es denn jetzt nach dem erfolgreichen Abschluss von Resident Evil 5 hier auf dem Kanal weitergehen? Und die Frage, die ist eigentlich offensichtlich. Also das nächste, was ich Resident Evil technisch in Angriff nehmen werde, das ist, wie ich jetzt tatsächlich das eine oder andere Mal auch schon erwähnt habe, Resident Evil 6. Das Problem mit Resident Evil 6 ist allerdings, ich habe ja gesagt, ich werde das nochmal ein bisschen weiter ausführen, das Problem ist einfach, Resident Evil 6, das sind im Prinzip 4 Spiele in einem, ja. Es gibt 4 Hauptcharaktere, jeder dieser Hauptcharaktere hat eine absolut komplett gleichberechtigte Kampagne, die jeweils in etwa so groß ist wie eines der anderen Resident Evil Spiele. Also sind wirklich 4 Spiele in eins, ja. Wir erleben die Rückkehr von Leon Scott
Scott Kennedy als Hauptcharakter. Chris Redfield spielt wieder eine Rolle. Ada Wong ist diesmal mit einer völlig eigenen Kampagne mit von der Partie, genau wie damals mit Separate Ways bei Resident Evil 4. Und auch ein neuer Charakter, Jake Mueller, übernimmt die Hauptrolle. Was es mit Jake Mueller auf sich hat, wo der herkommt, was das für einer ist, das werden wir im Rahmen der Story von Resident Evil 6 tatsächlich noch erfahren, weil er hat doch so ein paar Connections zu bereits bekannten Charakteren, die ich jetzt hier an dieser Stelle aber noch nicht weiter ausführen möchte. Und außerdem hat er einen wunderbaren Partner an der Seite, den wir schon länger nicht in der Story gesehen haben, der aber doch eine relativ große Rolle gespielt hat. Denn Sherry Birkin, das kleine Mädchen aus Resident Evil 2, kehrt als einer der Hauptcharaktere von Resident Evil 6 zurück. Jetzt erwachsen, jetzt als Feldagentin für die BSAA für Stars. Irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Ja, und diese vier Kampagnen, die spielen halt alle mehr oder weniger zeitgleich. Also es gibt im Prinzip vier große Ereignisse in der Story. Und diese vier Charaktere, die sind an all diese Ereignisse involviert und die Kampagnen spielen zeitgleich und überschneiden sich teilweise ein bisschen. Und das, was ich jetzt vorhabe für Resident Evil 6, ist, dass ich tatsächlich diese vier Kampagnen nehme, die eine nach der anderen durchspiele und dann hinterher das alles so zusammenschneide und zurechtzupfe, dass ein einziges, riesiges, gewaltiges Spiel mit einer einzigen, kompletten, chronologisch erzählten Story dabei rauskommt. Das erfordert natürlich einiges an Planung meinerseits. Das erfordert einiges an Vorarbeit auch meinerseits. Ich meine, ich habe jetzt hier auch mit Resident Evil 5 einiges vorgearbeitet. Ich habe also theoretisch relativ viel Zeit, um mich jetzt direkt im Anschluss schon mal um Resident Evil 6 kümmern zu können. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich tatsächlich dazu komme, weil ich tatsächlich auch das ein oder andere noch zu tun habe. Es gibt noch andere Projekte auf dem Kanal, die auch ein bisschen kultiviert werden wollen. Und dann habe ich natürlich auch noch Arbeit und Privatleben, die ich da auch noch irgendwie unter einen Hut bringen muss. Worauf ich also jetzt hier letztendlich hinaus will, ist, ich kann nicht garantieren, dass es morgen oder nächste Woche direkt mit Resident Evil 6 weitergeht. Es kann durchaus sein, dass da jetzt erstmal wieder eine kleine Pause ist, während ich das alles in Ruhe vorbereite, damit ich mir dann hinterher keinen Stress mehr machen muss, damit das dann alles soweit fertig ist und ich es einfach nur noch hochladen und freischalten muss, damit ihr es dann genießen könnt. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich hoffe, die Wartezeit wird nicht zu lang. Das war auf jeden Fall Resident Evil 5. Ich bin der Rio. Ich klinke mich an dieser Stelle aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.